Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Können Sie mir einen Blasen- oder Nierentee empfehlen? Nierentee haben wir oben. Soll ich Ihnen einen runterholen? Das mache ich. Im Runterholen bin ich prima. Liebe Mama, man ist erst videospielsüchtig, wenn man nichts anderes im Kopf hat und nicht schon, wenn man drinnen zockt, obwohl es draußen Sonic ist. Ich glaube es nicht. Jetzt gibt es von Barack Obama ja schon... Ah ne, sorry, das ist Backaroma. Im Bus den Kopf an die Wand lehnen. Im Film romantisch und nachdenklich. In echt Gehirnerschütterung. Wieso muss man im Radio alle 5 Minuten sagen, um welchen Sender es sich handelt? Ich stelle mich im Laufe eines Gesprächs auch nicht 6-mal vor. Ist das Abschütteln an der Tankstelle eigentlich ein rein männliches Phänomen? Hier in der Bahn sitzt ein Mädchen mit ihrem Mathehefter. Er ist rot. Die hat wohl ihr Leben nicht mehr im Griff. Die war früher mal blau. Was ist der Unterschied zwischen einer Bratpfanne und einer Frauenhand? In der Bratpfanne wird das Würstchen immer kleiner. Sollte ich lernen? Ja. Habe ich gerade meine Smarties nach Farbe sortiert? Ebenfalls ja. Ob es sehr verfressen wirkt, wenn man dem Pizzaboten auf halber Strecke entgegenfahren kommt? Beschreib mir deine Gefühle, wenn du mit mir tanzt. Hast du schon mal eine Waschmaschine getragen? Was ist der Unterschied zwischen Gleitgel und Spülmittel? Spülmittel spaltet die Fette. Gleitgel fettet die Spalte. So ist es. Ich bin immer so aufgeregt, wenn ich eine neue Folge lustige Witze aufnehme, dass ich alle Texte bestimmt 10-mal durchlese, bevor ich sie vorlispe. Wenn eine schwarze Katze deinen Weg kreuzt, dann bedeutet das Folgendes. Sie möchte irgendwo hin. Wenn du denkst, die Spülmaschine ist voll, aber dann kommt Mama und packt noch 3 Tassen, 4 Teller und einen Transporter rein. 73 ist die 21. Primzahl. Ihre Spiegelzahl, die 37, ist die 12. Deren Spiegelzahl, die 21, ist das Produkt von, haltet euch fest, 7 und 3. An meinen alten Klassenlehrer, der meinte, mit meinem Abi-Schnitt von 3,5 wird aus mir nichts. Woher wussten Sie das? Gestern war mein Freund sauer auf mich. Hab angefangen, ihm Senf auf die Hand zu schmieren. Was zur Hölle tust du da? Ich versuche, dich zu besänftigen. Vergesst nicht, diesem Video einen Daumen hoch zu geben und meinen scheiß Kanal zu abonnieren. Im Android App Store findet ihr jetzt übrigens die App Master Jam Witze. Mit einem Download, einer positiven Bewertung und einem Kommentar würdet ihr mich grandios unterstützen. Bis nächste Woche.